Hallo Konfuzeier, hier ist sie wieder, eure Josie. Und heute gehen wir in der Fotografie tiefer in das Videomenü, schauen uns die einzelnen Menüpunkte der Reihe nach an, was es für Einstellmöglichkeiten gibt, gehen dann durch, was man da so machen könnte drinne. Genau, dazu wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Los geht es nach dem Intro. So, gehen wir jetzt die einzelnen Sachen durch. Also, wir fangen an wieder bei der Filtereinstellung. Wenn ich da drauf gehe, habe ich die Möglichkeit, die Filtereinstellung, den Filtereffekt zu verändern und die Simultanaufnahme ohne Filter. Das heißt, ich kann den Filtereffekt einschalten, ich kann den Filtereffekt ausschalten und ich kann den Filtereffekt einstellen. Beim Filtereffekt ist es so, dass ihr verschiedene Möglichkeiten habt, den Filter durchzugehen. Und ja, das sind vorgegebene Filter von der Kamera, die für bestimmte Aufnahmeszenarien gedacht sind und dann das Bild schon entsprechend einstellen. Ist ganz praktisch, es spart ein bisschen Nachbearbeitung, wenn man am Computer oder mit die Fotos nachbearbeitet. Ich habe es meistens auf High K, da ich viel draußen filme, ist das die beste Möglichkeit, um die Bilder möglichst brillant aussehen zu lassen. Natürlich auch die Videos möglichst brillant aussehen zu lassen. Genau. Und wenn ich aber jetzt hier auf, Moment, auf On gehe, nein, warum auch immer. Ah, nein, bei bestimmten Aufnahmen kann ich den Filter ausschalten und kriegt dann zwei Aufnahmen gespeichert. Heißt, einmal mit dem Effekt und einmal ohne den Effekt. Ist aber jetzt hier bei dem Effekt, den ich benutze, nicht machbar. Gehen wir zum nächsten Punkt. Das ist das 4K Live Schneiden. Wie gesagt, das ist eine Schnittfunktion, die in das Menü der Kamera eingearbeitet ist. Und da kann ich einstellen, einmal auf 20 Sekunden, einmal auf 40 Sekunden. Ich habe sie ausgeschaltet, weil wie gesagt, ich schneide meine Sachen auch händisch natürlich im PC und brauche deswegen diese Funktion nicht. Deswegen habe ich sie ausgeschaltet. So, das Snap Movie, die Funktion habe ich ausgeschaltet. Ich kann sie einschalten. Wenn ich das mache, dann kriege ich ein Video, was nur wenige Sekunden lang ist. Das ist zum Beispiel für TikTok sehr gut geeignet oder wenn man Zeitrafferaufnahmen machen will, passt das sehr gut. Ich habe das auf aus, weil wenn ich aufnehme, dann möchte ich natürlich so lang wie möglich aufnehmen. So, hier kann man einstellen dann, wenn man es auf Set unten drückt in dem Menü, wie lange soll die Aufnahmezeit sein. Hier gibt es zwischen 2 und 8 Sekunden im 2-Sekunden-Schritt-Takt. Das ist also sehr kurze Zeit. Dann soll der Fokus mitgezogen werden. Das heißt, wenn ich die Kamera bewege, soll der Fokus danach regeln oder nicht. Und die Blende, soll die Blende funktionieren oder nicht. Also, genau. Gut. Wie gesagt, ich habe die Snap-Movie-Funktion auf aus, weil ich sie derzeit ich nicht benutze. Wenn ich kurze Videos mache, dann habe ich eine andere Kamera, die ich dafür benutze. Meistens mache ich aber sowieso längere Videos, deswegen ist das eigentlich ja, eine Funktion, die ich nicht brauche. So, dann gehen wir zum nächsten Punkt, das Aufnahmeformat. So, das Aufnahmeformat gibt es entweder das AVC-HD oder das MP4. Wie man hier schon sieht, das MP4-Format ist optimal für die PC-Wiedergabe. Wenn ich auf das AVC-HD gehe, ist das optimal für die Wiedergabe auf Full-HD oder HD-TVs. Da ich ja entweder Fotos mache oder Videos für YouTube und Twitch, ist natürlich in meinem Falle das MP4-Format das Richtige. Und deswegen ist das bei mir auch eingestellt.
Dann kommen wir zu einem großen Punkt, nämlich der Aufnahmequalität. Da hat man eine ganze Menge, die man einstellen kann. Ihr seht hier an der Seite insgesamt 3 verschiedene Seiten, die man einstellen kann. Das geht los bei 4K 100M30P. Das ist hier, wenn ich das jetzt, gehen wir mal die einzelnen Einstellungen durch. Also ich habe eine Aufnahmefläche von 3840 mal 2160 Bildpunkten. Das Ganze bei 30 Bildern fest eingestellt. Die Bildsensorausgabe ist ebenfalls bei 30 Bildern pro Sekunde. Das heißt also, das, was reinkommt, wird auch entsprechend aufgenommen. Das Ganze wird in 100 Mbits pro Sekunde aufgenommen und wird im AAC-Format aufgenommen, und zwar der Ton. Genau, dann habe ich noch die Möglichkeit, das Ganze auf 25 Bilder runterzurechnen, auf 24 Bilder runterzurechnen. Ich habe auch die Möglichkeit, im Full-HD-Format zu filmen. Da habe ich einmal das Full-HD 60 Bilder pro Sekunde mit 28 Megabit pro Sekunde. Dann habe ich das Full-HD in 50 Bildern, in 30 Bildern, da sind es dann noch 20 Mbps. Das Full-HD mit 25 Bildern ist ebenfalls mit 20 Megabit pro Sekunde. Das HD geht dann schon wieder weiter, noch weiter runter. Das wären 30 Bilder bei 10 Megabit pro Sekunde. Und als letztes haben wir dann noch das 25 Bilder HD, links auch bei 10 Megabit pro Sekunde. Wie gesagt, ich bin bei mir auf die höchste Einstellung gegangen. Für Videos, die man für YouTube macht, ist das eine gute Einstellung. Die Kamera läuft dabei flüssig, wird auch nicht zu heiß und man kann ordentlich filmen. Gut. Beim Belichtungsmodus, da hat man dann die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Fotomodi, die es auch gibt auf der Kamera, entsprechend einzustellen, was man mit den verschiedenen Modis einstellt. Habe ich schon in dem anderen Video über die Einstellknöpfe hier oben gesagt. Wenn ihr das also wissen wollt, guckt euch das Video an. Wie gesagt, ist oben in der Infobox dann verlinkt. Bei mir habe ich auf P, weil ich auch im Fotografieren immer gerne auf dem P-Standard fotografiere und entsprechend auch hier die Möglichkeiten der Einstellung nutze, die ich bei der Kamera nutze. Genau. So, dann gehen wir zum Fokus. Da habe ich nochmal genau nachgeguckt. Also das AFS heißt Autofocus Single und das AFF steht für Autofocus Field. Ich benutze den Single-Fokus, weil ich gerne auf bestimmte Einzelpunkte fokussiere, die scharf haben möchte und dann entsprechend auch den entsprechenden Punkt fokussieren kann. Beim Feld ist es eine größere Fläche, die ich über den Sensor nutze, um den Fokus zu stellen. Und das ist manchmal gut, aber nicht immer. Wie gesagt, ich bin eher die Dame, die den Single-Fokus bevorzugt. Deswegen habe ich den auch gewählt. Gleiches gilt wieder, das ist für die Sache, die hier oben eingestellt wird. Und auch hier kann ich wieder mit der Lock-Taste den Fokus locken und entsprechend auf einem Objekt halten. So, der Fotomodus, da ist jetzt eingestellt, dass ich sowohl Video aufnehmen kann und dabei gleichzeitig, wie gesagt, Fotos schießen kann. Das heißt, habe ich ein Bild, das ich sage, oh, das möchte ich gerne als Foto haben, muss ich das nicht später aus dem Video rausschneiden. Ich drücke einfach hier oben auf den Auslöser und es wird ein Foto geschossen. Wird dann auch gespeichert in der entsprechenden Größe und ich habe das Ganze dann später auch nutzbar bei mir in der, wenn ich es dann auf dem PC weiter verarbeiten will. So, dann gucken wir mal hier, der nächste Punkt wäre dann der Dauerautofokus. Den habe ich auf Off, den kann ich entweder ein- oder ausschalten. Der Dauerfokus hat folgende Bewandtnis. Wenn ich filme, verändert sich ja meine Umgebung, vor allem wenn ich mich dabei bewege. Der Dauerautofokus heißt, die Kamera entscheidet selbstständig, wann sie nachfokussiert. Es ist so,
Dauerfokus regelt automatisch den Fokus in der Kamera und zieht ihn dauerhaft nach. Wenn man sich bewegt, ist das gut. Oder wenn man ein sich bewegendes Objekt aufnimmt, ist das gut. Wenn man aber zum Beispiel auf einem Stativ arbeitet und ein Heimvideo aufnimmt, bei dem man was erklärt, so wie ich das jetzt gerade mache, ist der Dauerautofokus schlecht, weil man ständig hin und her regelt. Manche Kameras können das ganz gut, die halten dann den Fokuspunkt. Andere tun das eben nicht. Die gehört dazu, dass sie öfters mal nachregelt und das ist leider, ja, semi-produktiv. Gut, dann gehen wir weiter zur Messmethode. Das bezieht sich wieder auf die Belichtungsmessung und zwar darauf, wo das Ganze aufgenommen wird, wo die Belichtung am besten sein soll. Oben haben wir den Singlepunkt in der Mitte. Hier haben wir die gesamte Mitte und hier haben wir nur den Fokus. Ich habe das Mittelfeld genommen, damit ist eine größere Belichtungsmessung möglich und das Bild wird besser ausgeleuchtet. Was beim Fotografieren nicht immer gut ist, gerade wenn man zum Beispiel Porträts macht, dann möchte man ja das Objekt, was man hat, im Fokus haben und am besten belichtet. Da nimmt man dann diese Single-Einstellung ganz unten, also die hier. Und wenn man aber filmt, ist es besser, wenn man eine größere Fläche zur Belichtung heranzieht, weil dann nicht so viel nachgeregelt wird. Das ist dann mit dem Mittelfeld am besten. Heißt aber für mich, fällt mir gerade ein, dass ich beim Foto dann noch was ändern muss. Genau. So, die I-Auflösung hatten wir das letzte Mal schon. Kann man auf High, Standard, Low, Extended oder Off stellen. Off, da bringt sie einem nichts. Meistens stellt man sie in den Extended- oder Standard-Bereich. Ich habe sie im Standard stehen. Das passt für mich am besten. Und damit kann ich gut arbeiten. So. Die Beugungskorrektur, die hatten wir das letzte Mal schon, da hatte ich schon Sprachprobleme mit, heute kann ich es, genau. Die Beugungskorrektur, entweder auf Auto oder auf Off. Schalte ich sie aus, heißt das, dass gerade Linien, gerade am Rand des Objektivs, also ich drehe jetzt mal die Kamera herum, ihr seht jetzt schon den Kameradeckel, aber ich nehme mal kurz die Kamera ab. So, also hier habe ich ja den Bereich, mit dem die Kamera filmt und das ist ja rund. Nehme ich etwas Viereckiges auf, würden gerade an den Rändern, je weiter es zum Rand kommt, die geraden Linien immer runder. Und die Beugungskorrektur, jetzt geht es nicht zu, so. Die Beugungskorrektur auf Auto macht genau das rückgängig. Das heißt, wenn ich ein Gebäude aufnehme, sagen wir mal von unten nach oben oder in der Gesamtbreite, werden die Wände an den Seiten trotzdem gerade dargestellt und nicht gebeugt. Nachteil bei der Beugung ist aber, dass man gerade in den Ecken der Fotos, links oben, rechts oben, links unten, rechts unten, das Problem nicht wegkriegt. Das heißt, man hat immer irgendwo eine Beugung drin, die man auch nicht herausrechnen kann. Damit muss man beim Fotografieren einfach leben. Ist einfach so. Das heißt zwar immer, man soll das Runde ins Eckige, aber in dem Fall das Eckige ins Runde zu kriegen, ist nicht immer ganz so einfach. Gut, der Luminanzbereich, das ist der Bereich, mit welcher eingestellt wird, wie deutlich das Ganze ausgeleuchtet wird. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder 0 bis 250 oder 16 bis 250. Wenn ich 0 bis 250 nehme, heißt das, dass dunkle Bereiche auch dunkel aufgenommen werden. Bei 16 bis 255 passiert Folgendes. Die dunklen Bereiche werden automatisch aufgehellt, was sie weniger dunkel aussehen lässt. Kommt drauf an, was man aufnimmt.
Wenn ich euch einen Rat geben darf, lasst es auf diesen Punkt, den wir jetzt hier haben, oder den ich jetzt hier auch eingestellt habe, wenn ihr den bei euch einstellen könnt, weil dann habt ihr eine ordentliche Ausleuchtung über den gesamten Farbbereich. So, diesmal kann ich den erweiterten Telebereich und den Telezoom einschalten oder auch nicht. Also der erweiterte Telebereich ist, das Bild wird größer gezogen. Warum ich das, obwohl ich hier kein Telezoom-Objektiv drauf habe, nutzen kann, liegt daran, ich habe einen Zoom. Und wenn ich dort etwas jetzt aufnehme und schalte den erweiterten Telezoom ein, dann geht das Bild breiter. Heißt, ich habe ein größeres Bild, was ich aufnehme, und das ist im Filmen manchmal gar nicht schlecht. Deswegen kann ich das, trotz dass ich hier kein Telezoom drauf habe, diesen Telebereich benutzen. Der Digitalzoom ist für die Videografie ein bisschen anders als für die Fotografie. Bei der Videografie ist es so, dass ich mit dem Digitalzoom hier auch über das Zoomfeld arbeiten kann und da keine großen Probleme entstehen wie beim Foto. So, der Stabilisator ist natürlich klar, wie auch schon bei dem Foto. Wenn ich mich bewege, dann wackelt die Kamera. Und der Stabilisator sorgt dafür, dass das ausgeglichen wird. Ich habe wieder die komplette Stabilisierung. Man kann auch hier wieder die Stabilisierung von oben nach unten noch einstellen oder ausschalten. Wer eine Stabilisierung in der Kamera hat und die ausschaltet, ist meiner Meinung nach nicht sonderlich intelligent. Kann zu interessanten Fotos führen, wenn man das möchte. Aber ansonsten, nee. So, dann haben wir hier noch die elektronische Stabilisierung. Das heißt, zu der Stabilisierung des Sensors, der in der Kamera ist, wird das Ganze nochmal elektronisch nachbearbeitet. Führt dazu, dass das Ganze noch stabiler läuft. Ist bei mir eingeschaltet. Für das Video ist das ganz praktisch. So, und ich kann die Brennweite noch einstellen. Das kann ich aber, glaube ich, nur, wenn ich die Stabilisierung ausmache. Ah, nee, kann ich nicht. Okay, gut. Ja, genau. Warum? Weiß ich jetzt gerade nicht. So, kommen wir zur Flimmerreduktion. Und zwar ist das Ganze folgendermaßen. Früher war es so, hat man, weil so Röhrenbildschirme filmt oder gegen Bildschirme, die nicht mit dem Bild, mit der Bildwiederholung der Kamera synchron laufen, dann flimmert das Bild leicht. Da hat man so Linien drin. Und damit kann man das ausschalten. Das heißt, es wird reduziert und läuft dann, dann ist das Bild sichtbarer, glatter. Das ist praktisch und sollte man, wenn es geht und man es braucht, auch einschalten. So. Dann haben wir hier die lautlose Bedienung. Die ist bei mir auf 1. Das heißt, wenn ich ein Video aufnehme, drücke ich hier oben drauf und die Kamera macht kein Geräusch. Beim Foto habe ich es ausgeschaltet. Das heißt, drücke ich auf den Auslöser, macht es klack, 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 klack. So wie man das früher von den Kameras kannte. Beim Videografieren habe ich das ausgeschaltet, weil ich das aufgrund dessen, dass ich hin und wieder einmal über den Kaltschuh hier oben ein Mikrofon einbaue, oder ein Mikrofon anderweitig benutze, möchte ich das nicht, dass man dieses Klacken hört. Das sind auch nämlich dann schon die nächsten Punkte, aber wir gehen hier nochmal gerade rein. Auch das kann man, wie gesagt, ein- und ausschalten. Ich habe es eingeschaltet. So, dann gehen wir zur zur Pegelanzeige des Mikrofons. So, die habe ich eingeschaltet. Ich zeige es euch jetzt gerade mal. Und zwar seht ihr hier unten diesen Ausschlag. Das ist die Mikrofon-Pegelanzeige. Die habe ich bei mir eingeschaltet, weil wenn ich aufnehme und mich videografiere, mache ich das Ganze so. Ich drehe die Kamera rum, habe diesen Bildschirm ausgeklappt und sehe dann, wenn ich das auf dem Stativ stehen habe und mich filme, ob der Pegel ausschlägt. Das ist zum einen dafür gedacht, dass das hier oben ist ein Mikrofon in der Kamera verbaut. Ich gucke gerade mal. Nee, ich finde jetzt gerade das Mikrofonlöschelchen nicht.
Zum einen, wie gesagt, ist ein in dem Kamera ein Mikrofon verbaut, aber wir haben auch die Möglichkeit, hier über die Seite, hier unter dieser Abdeckung, ein Mikrofon anzuschließen. Das ist praktisch, weil das Mikrofon in dieser Kamera nicht das Beste ist. Externe Mikrofone sind wesentlich besser, außerdem kann man sie besser gegen Wind schützen, zum Beispiel. Oder Popschutze anbringen. Und das kann man bei dem intern natürlich nicht. Und deswegen ist das gar nicht mal so schlecht. Hin und wieder benutze ich das auch. Wenn ihr meine alten YouTube-Videos guckt, dann werdet ihr feststellen, da gibt es einige, wo man das Mikrofon auch sieht. So, dann kann man bei der Pegelanzeige den Mikrofonpegel ändern. Ihr seht jetzt, wenn ich hier rede, das springt immer wieder in den roten Bereich. Das ist normalerweise nicht gewollt. Das heißt, man geht hier ein bisschen runter. Jetzt springt es nicht mehr ganz so weit hoch. Jetzt machen wir nochmal eins runter. Ja, jetzt sollte es, ja, langsam. Jetzt ist es so eigentlich in dem Bereich, wo es bleiben soll. Genau. Nur ab und zu mal hoch in den roten Bereich. Wenn ich es auf 0 stelle, dann kann natürlich auch in den Minusbereich gehen. Und ja, also ich hab festgestellt, da wo ich aufnehme, ist der Bereich 4 Dezibel plus am besten geeignet. In der Entfernung, wo ich zu der Kamera aufnehme, wenn ich sie denn mal zum Aufnehmen benutze. So, dann haben wir hier ein Spezialmikrofon benutzen. Es gibt direkt von Panasonic Mikrofone, die haben die Möglichkeit, über diesen Kaltschuh, über diese, wenn ihr hier guckt, da habt ihr 4 Kontakte, eine in der Mitte, 3 kleinere drumherum. Und über diese kann das angeschlossene Gerät mit der Kamera kommunizieren. Normalerweise benutzt man da den Kaltschuh hier oben für Blitzgeräte, hin und wieder auch für Mikrofone. Und wenn man da ein Mikrofon anschließt und das ist in der Lage, mit der Kamera zu kommunizieren, dann ist das hier drüber möglich. Dann kann man da drüber die Einstellung dafür vornehmen. Den Mikrofonpegel begrenzen habe ich auf On. Das heißt, ähnlich wie bei meinem Mikrofon, was ich hier für die Aufnahme benutze, ist bei manchen Mikrofonen es so, dass die Lautstärke zu extrem rüberkommt und man dann entsprechend übersteuert. Mein Mikrofon, was ich hier zum Aufnehmen benutze, hat eine Funktion, die das unterdrückt. Mit der Mikrofonpegelbegrenzung ist es das Gleiche. Komme ich zu hoch, steuert die Kamera genau dagegen. So, als vorletzten Punkt haben wir dann noch die Windgeräuschunterdrückung. Die habe ich hier auf Standard. Heißt, wenn ich durch die Gegend laufe und es ist normaler Wind, lasse ich es auf Standard, dann wird kein Wind aufgezeichnet. Das wird einfach rausgefiltert. Wenn ich durch starken Wind laufe, dann gehe ich hier drauf auf High. Das heißt, bei starkem Wind wird noch mehr von dem Windgeräusch rausgefiltert. Und man hört besser das, was gesprochen aufgenommen wird. Bis kein Wind kann man natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich stelle das Ganze aus. Dann wird jeglicher Wind, Luftzug und so weiter, von dem man getroffen wird, aufgezeichnet. Ich lasse es auf Standard. Damit habe ich die Möglichkeit, durchschnittlichen Wind, den man hier so hat, einfach rauszufiltern. So, dann haben wir den Punkt, den vorhin unser Kistenkater angesprochen hat, die Objektivgeräuschunterdrückung. So, was hat es damit auf sich? Und zwar hatte ich euch ja bei dem Fotografieren, als wir das Fotomenü durchgegangen sind, gesagt, dass es für diese Kamera auch Objektive gibt, die einen Zoom-Motor haben. Davon gibt es momentan 2 Stück von Panasonic. Keins davon besitze ich, weil die sind doch relativ kostenintensiv. Und ich bin, wie ich schon gesagt habe, eher diejenige, die mit der Hand zoomt. Und wenn ich da aber ein Objektiv drauf habe, was
einen Summotor hat. Was macht ein Motor? Ein Motor macht Geräusche. Heißt, ich gehe hin und sage, zoom hier ran, dann macht das Ding zzzzt. Zoom hier zurück. Zzzzt. So, und wenn ich jetzt aufnehme, das Mikrofon sitzt irgendwo hier vorne um den Bereich des Objektivs herum. Und wenn ich dann das aufnehme, dann kriege ich diesen Zoom-Motorton mit rein. Und das kann ich mit diesem Punkt unterdrücken. Heißt, der Ton des Zoom-Motors wird rausgefiltert und ich habe ihn nicht in der Videoaufnahme drin. Ist sehr, sehr praktisch und ja, ich finde es gut. Wenn man so ein Objektiv hat oder ist es praktisch, wenn man es nicht hat, ist es nicht störend, wenn man den Punkt in den Einstellungen hat, weil vielleicht kauft man sich irgendwann mal ein entsprechendes Objektiv und dann ist das Ganze natürlich gar nicht so schlecht. Ja, das war das Videomenü in der großen Fassung mit allen Menüpunkten einzeln der Reihe nach aufgeschlüsselt. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, ihr konntet was lernen. Beim nächsten Mal nehmen wir die beiden anderen Menüs uns vor. Ich hoffe oder denke mal, dass wir das zusammen in einem Video hinkriegen werden. Zumindest den Kurzüberblick. Eventuell gehen wir dann aber einzeln auf die Sachen ein in zwei weiteren Videos. Das weiß ich aber noch nicht. Das werdet ihr dann sehen. Damit ihr das Ganze nicht verpasst, wäre es natürlich schön, wenn ihr mir erstens mal einen Daumen hoch gebt. Das hilft mir ein kleines bisschen, den Algorithmus zu pushen. Dann wäre natürlich auch noch schön, wenn ihr es natürlich nicht verpassen wollt, wie gerade schon gesagt, Abo und Glocke aktivieren. Ja, mir, eurer Josie, bleibt nur zu sagen, bleibt kreativ und tschüss!